Herzlich willkommen aus München. Hier Rote Fahne TV berichtet hier von der IAA. Wir sind hier in München, findet die IAA statt. Es ist eine Autoshow, wo die Autoindustrie sich darstellt und zeigt, was sie von der Zukunft sich erwarten. Das ganze Signal von der IAA und von der Autoindustrie ist ein riesen weiter so mit Riesenverbrennern, weiter so mit großen Autos, weiter so mit dem Individualverkehr und das bedeutet weiter so mit der Umweltzerstörung. Dagegen regt sich berechtigter Widerstand. Hier im Münchner Norden hat ein Camp stattgefunden mit etwa 500 dauerhaften Teilnehmern, wo wirklich sehr viele Leute dargestellt haben, wofür sie stehen, was notwendig ist in der Zukunft, wie wir auch gemeinsam kämpfen müssen und was wir da auch verändern müssen in dem Kampf gegen die Monopole, gegen die Industrie und auch im Kampf für eine bessere Gesellschaft. Heute findet hier zum Abschluss von dem Camp und auch zum Abschluss von der IAA noch eine große Demonstration statt und auf die nehmen wir euch jetzt mit. Wir sind heute zur Rücknahme der Förderung der IAA auf öffentlichen Geldern. Keine weitere Subvention für die Automobilkonzerne. Nein zum 100 Milliarden Euro Sonderkredit für die Bundeswehr. Wir brauchen Geld für soziale, für Bildung und für Klimaschutz. Ein Einkauf von der BVB und allen anderen. Sie kennen diese Politikkräfte, die führt zu einer ungeheuren Zerstörung sowohl der menschlichen Arbeitskraft als auch unserer Natur, weil nur so ihre Maximalprofite im mörderischen Konkurrenzkampf durchsetzen können. Dafür fangen sie auch Kriege an, deswegen ist diese Kriegsvorbereitung und diese Umweltzerstörung sind zwei Seiten einer Medaille und wir dürfen das nicht auch gegeneinander ausspielen. Wir brauchen für beides, weil der Welt, die in Frieden lebt, die in der hybridischen Krise abgeschafft werden, und in der die Umweltzerstörung beseitigt wird, in der Anstrengungen dafür gemacht werden, diese Schäden zu minimieren, die sie schon angerichtet haben, teilweise rückgängig zu machen. Dazu braucht man eine andere Gesellschaft, in der die Monopole nicht mehr die Diktatur in der Gesellschaft ausüben, sondern ihre Machtausübung unterdrückt wird. So, wir berichten jetzt hier von der Abschlusskundgebung. Leider war heute ein sehr heißer Tag und unser Mikrofon hat den Geist aufgegeben, deswegen ist die Tonqualität jetzt etwas schlechter. Aber wir wollen trotzdem nochmal berichten hier auch von der Abschlusskundgebung. Es sind heute 3500 Demonstranten hier quer durch München gelaufen, haben gezeigt, was ihre Haltung ist, wie sie stehen zu dieser IAA und wie sie auch dazu stehen, wie man grundsätzlich hier weiter zusammenleben will. Das war eine wichtige Frage auch heute und da haben wir weiter diskutiert. Eine andere Frage war die Solidarität mit den Unterdrückten. Hier an der IAA sind 4500 Polizisten im Einsatz gewesen, die standen hier 3500 Demonstranten gegenüber. Das zeigt schon, was für ein Missverhältnis das ist. Vor der IAA wurden 30 Leute in Vorbeugehaft genommen, was zeigt, wofür dieses neue Polizeiaufgabengesetz auch, wofür die auch angewendet werden, nämlich gegen Umweltbewegungen, gegen Arbeiterbewegungen, gegen Freiheitsbewegungen. Und das zeigt auch, wer hier wirklich der Feind ist von den hier Herrschenden. Aber die Kämpfe gehen auch weiter und es ist auch wichtig, weiterhin zusammenzustehen. Umweltkampf, Arbeiterbewegung, Frauenbewegung, Friedensbewegung, dass wir auch gemeinsam eine Kraft formen, die auch mit diesem Kapitalismus aufnehmen kann und die auch hier eine sozialistische Gesellschaft erkämpfen kann. Hier auf dem Camp hat auch eine Veranstaltung stattgefunden von dem Verlag Neuer Weg zu dem Buch Katastrophenalarm, was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur. Auf dieser Diskussion und auch insgesamt auf dem ganzen Camp kam eine große Einheit heraus in der Frage, dass im Kapitalismus es nicht mehr möglich ist, die gesetzmäßige Umweltzerstörung zu stoppen und es notwendig ist, über eine gesellschaftliche Alternative sich auszutauschen. Diese gesellschaftliche Alternative ist der Sozialismus und das war auch in der Diskussion eine sehr große Einheit.